Im Jahre 2003 habe ich mein Studium an der Universität Magdeburg angefangen. Mein Hauptfach war Soziologie und die Nebenfächer Politikwissenschaften und Berufs- und Betriebspädagogik. Während des Studiums habe ich auch ein Erasmus-Semester in UK in Bangor verbracht und ein Auslandsjahr an der Universität Łódź in Polen. Abgeschlossen habe ich das Studium Weihnachten 2008. Direkt danach, Anfang 2009, fing ich an der Universität im internationalen Bereich an zu arbeiten. Dort war ich für internationale Bildungsprojekte zuständig. Das erste Projekt ging mit Indonesien. Dies war ein International Leadership Training. Das heißt, wir haben verschiedene Direktoren, Berufsschullehrer, aber auch HR-Leute nach Deutschland geholt und ein Semesterstudium ermöglicht, sowie internationale Transferprojekte entwickelt, die in den letzten Jahren in Indonesien umgesetzt wurden. Das zweite Projekt ging mit verschiedenen Ländern Europas. Die haben ein Konzept für ältere Leute entwickelt. Und diese ältere Leute sollten befähigt werden, im Internet ihre selbst hergestellten Produkte zu verkaufen. Im aktuellen Projekt geht es darum, dass verschiedene Universitäten Europas den Ländern Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan helfen, ihre Lehrerausbildung zu modernisieren. Wir sind Grantholder von dem Projekt, das heißt, wir organisieren alle Finanzfragen, aber auch das Projektmanagement. Zwischen dem ersten und zweiten Projekt war ich noch ein Jahr in Polen. Das heißt, ich habe dort ein Semester gelehrt und ein Semester Polnisch gelernt. Während meines Studiums als auch während der Promotion bekam ich ein Stipendium der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Dort war ich über mehrere Jahre aktiv im Arbeitskreis Bildung. Dies bedeutet, ich habe verschiedene Wochenendseminare, Abendveranstaltungen, aber auch Schul- und Kindergartenreisen organisiert. Während der Promotion war ich auch ein Jahr Mitglied des Sprecherrates. Dies ist so etwas Ähnliches wie ein ASTA für die Stipendiatenschaft. Das heißt, wir waren die Vertretung der Stipendiaten gegenüber allen Einheiten der Stiftung. Meine Aufgabe war vor allem die interne Kommunikation, sprich ich war Ansprechpartner für die verschiedenen Einheiten der Stiftung und der Altstipendiaten und zusätzlich haben wir ein neues Förderkreissystem aufgezogen, welches ich mitentwickelt und implementiert habe. Daneben bin ich bei arbeiterkind.de aktiv. Dort mache ich vor allen Dingen Stipendienberatung, das heißt, wenn Studenten gerne ein Stipendium haben wollen, helfe ich bei der Bewerbung. Außerdem engagiere ich mich bei GFBS. Dies ist ein Verein im deutsch-, polnisch-, tschechisch- und belarussischen Kontext. Wir führen verschiedene Projekte durch und vergeben Stipendien. Ich speziell kümmere mich um die interne Kommunikation. Das heißt, wir haben ein Wiki implementiert und momentan führen wir eine Internetspendenaktion für eine deutsch-polnische Bibliothek in Berlin durch.